Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin's wieder, Noais, die blinde Indianerin. Ich habe ja versprochen, ich mache eine Serie daraus, und zwar Spiritualität. Was ist das? Ich habe einige Schüler hier und ich bin sehr stolz darauf, dass sie hier sind. Einige waren weg. Sie waren in Österreich bei den Bergen und sie mussten privat etwas erledigen. Jetzt sind sie wieder hier. Und Spiritualität, was ist das? Es ist nicht zum Anfassen, man kann es nicht essen und trotzdem ist es da. Ich würde vorschlagen, wer Fragen hat, nimmt dann das andere Mikrofon und dann können wir gerne diese Serie starten. Möchte jemand eine Frage stellen? Ja. Du bist der liebe Black Wolf. Es wäre gut, wenn du das Mikro nach oben hältst. Sonst höher, bitte höher. Super. So, ich bin der Black Wolf. Und ich habe eine Frage an dich, die Frage möchte ich gerne zurückgeben. Spiritualität habe ich ein Gefühl, eine Vorstellung von, und für mich ist die Spiritualität immer da. Mhm. Sie ist im Alltag da, sie ist in allem, was ich tue, was ich spreche, was ich handle, ist Spiritualität. Das ist eine Praktik in dieser Ebene, es ist aber gleichzeitig auch was in einer anderen Ebene. Und es passiert immer auf anderen Ebenen, was ich jetzt tue. Richtig, alles, was du tust. Du bist ja meine Lehrerin. Ich habe von dir jetzt viel gelernt. Und ich möchte dich jetzt fragen, was ist für dich die Spiritualität? Alles. Die Spiritualität ist mein Vater, der große Geist, die liebevolle Gerechtigkeit. Das bin ich. Ich Erzengel und Schutzengel Uriella. Ja, ich bin Erzengel Uriella. Ich stehe dazu, es ist die Zeit, dass man sich zu erkennen gibt. Spiritualität sind auch meine Familie, meine Engelsfamilie, die Pflanzen, die Bäume, alles, was, woran ich arbeiten kann, womit ich arbeiten kann, die Kakteen. Das ist für mich Spiritualität, ja. Es ist schwerer, mit Menschen zu arbeiten, weil der Mensch ist zwar auch spirituell, auf jeden Fall, aber da ist immer wieder dieses Hin- und Her-Verfahren. Heute ja und morgen nein. Und das fällt einem schwerer. Ja. Wie siehst du die Spiritualität beim Menschen? Welche? Es gibt ja verschiedene. Ja, also ich verstehe dich so, dass für dich die Spiritualität in allem liegt. Du bist alles, du bist auf allen Ebenen gleichzeitig. Ja. Richtig. Du bist ein Teil der Allmacht. Ja. Und du kannst auch durch alle Ebenen gehen, du kannst alle Lebewesen erreichen. Richtig. Der Mensch ist ja hier in der dunklen Schwingung, ein dunkles Wesen, auch eine dunkle Wesen. Also, es gibt Menschen, die sehr, sehr dunkel sind. Es gibt Menschen, die geben sich Mühe, etwas besser zu sein. Ich Engel, kann da einfach nicht drüber richten, wir richten nicht darüber. Am Ende ist es das, was ist und was rüberkommt, was ins Jenseits rüberkommt. Diese Ebene, diese Schwingung, Mutter Erde, ist nur ein Zwischenplanet, so zum Beispiel, was man hier tut, was man hier macht, wie man sich hier verhält. Und daraus kommt das Resultat, wenn du verstirbst oder wenn ein anderer verstirbt, kommt er ins Jenseits und da kommt sein Karma auf ihn zurück. Ja. Da ist ja das Thema Tod auch schon da. Und Tod gehört ja zur Spiritualität. Ja, auf jeden Fall. Kannst du kurz schildern, was dann passiert, wenn ein Körper stirbt, ein Mensch stirbt, eine Seele geht? Die Ebenen sind unterschiedlich. Manche gehen nicht rüber, sie bleiben in diesen Schwingungen, in der dunklen Schwingung. Sie haften sich sogar an, sie gehen in die Aura eines anderen Menschen. Manche gehen weiter, wo Verwandte sind, wo der Vater, der Onkel, der Bruder ist. Sie treffen sich auf einer anderen Schwingung, ist aber immer noch die gleiche Schwingung hier. Also wir reden immer noch nicht von einer aufgestiegenen Schwingung. Wo eine Mutter kommt zu ihrer Tochter und nimmt sie in Empfang. Vielleicht ist da Wiese, Wasser, Wald. Alles, was hier ist, alles, was in dieser Schwingung ist, ist nochmal auf einer anderen Ebene. Das ist die Parallelwelt. Und das ist das Jenseits. Wir sind hier auch im Jenseits. Siehst du einen Unterschied zwischen Tod und einer astralen
Du sagst, die Astralen, die Menschen sagen Träume. Nein, für mich ist beides gleich. Es gibt da keinen Unterschied. Nein, für mich nicht. Wenn der Mensch sagt, hat Träume, ist es die Wahrheit. Ob es positiv ist oder negativ. Im Moment ist die Seele auf einer anderen Ebene. Richtig, genau. Dann in der Parallelwelt, wie bei dem Film Inception. Der hat wirklich die ganze Wahrheit gezeigt. Das ist da, wo die Frequenz ist, wo die ganzen Menschen in den Raum reinkommen. Und da sind ganz, ganz, ganz viele, tausende von Menschen drin. Und die greifen ja dann an. Und so ist das auch in der Astralwelt. Das ist da genauso. Wenn man hier dunkle Gedanken hat, dann kriegt man sie wirklich ab. Das ist wirklich so. Wissen die Menschen davon, von dieser... Nein. Wahrheit, die du jetzt aussprichst? Nein, nein. Sie wissen nichts? Nein. Sie reden es sich schön, weil sie diese Wahrheit nicht sehen können. Es geht nicht. Menschen können nur bis zu einer gewissen Ebene schauen, gewisse Schwingung. Mehr geht nicht, mehr ist nicht möglich. Woher kommt dieses Unwissen? Warum wissen sie es nicht? Weil das von hier kommt, von dieser Welt. Die geistige Welt hat es ihnen nicht gegeben. Es geht nicht. Weil in der geistigen Welt leben die Geister, also verstorbene Menschen, Kinder, Erwachsene, Tiere, und die haben dieses Wissen nicht. Ich habe die Tage einen Bericht gehört, dass jeder einen Geistführer hat. Der Geistführer ist der Erzengel. Und dass auch Tiere Geistführer haben, das muss ich widersprechen, das stimmt nicht. Ein Tier hat keinen Geistführer, auch ein Baum nicht. Das geht nicht. Für Tiere sind die Seelen zuständig, das nennt man Mentoren. Also wenn ein Hund geht, sagen wir mal eine Dogge geht, und die Dogge steigt auf in sich selbst und will hier nicht mehr reinkarnieren, also ist sie in einer höheren Schwingung, und sie kann dann die Flocke führen oder die Kiowa führen. Also die führen sich untereinander. Bei einem Baum ist es der Baumgeist. Bei einer Pflanze sind es die Devas. Eine Deva ist eine Elfe oder eine Fee. Hat mit Menschen rein gar nichts zu tun. Das sind höher entwickelte Lichtwesen. Das ist dann eure Arbeit. Sie werden dann von euch auch geführt. Diese Wesenheiten, sage ich jetzt, das sind gute Wesenheiten, die mit euch zusammenarbeiten. Ja, richtig. Es gibt auch dann im Gegenteil natürlich auch die dunklen Wesenheiten. Natürlich. Die dunklen Wesen. Die dunklen richtig, Seelen, die gehören ja hier rein, auf jeden Fall. Ja. Dann ist es ja eine Entscheidung, wenn man rübergeht, von wem man sich führen lässt. Richtig, genau. Die Entscheidung hat die jeder? Jeder Einzelne. Ob gut oder böse, das spielt keine Rolle. Jeder hat eine Entscheidung, was tue ich, was mache ich, wie weit gehe ich. Und wenn man trotzdem dunkel bleibt in sich, dann bleibt man auf einem sehr niedrigen Stand. Also kann man nicht aufsteigen in der Astralwelt, das geht nicht. Aber hier auch nicht. Es gibt ja viele Tiere, Pflanzen, Mineralien, auch Mutter Erde, die gerufen hat. Ja. Da haben sich ja viele Tiere auch entschieden, rauszuholen. Richtig. Die haben euch dann gerufen. Ja. Kannst du sagen, wie viele das waren? So, ob das, Tausende. Großteil von den Lebewesen? Es sind Tausende, es sind Millionen von Tierarten. Ob das Elefanten sind, Nashörner, ob es ein ganzer Hang ist mit Bäumen, der einfach mal so runterfällt. Sie lassen los, Mutter Erde lässt los. Wale, Delfine, ein Oktopus, das ist ganz egal, was. Sie lassen los, weil sie hier nicht mehr leben wollen, weil es hier einfach zu dunkel ist, weil es hier immer dunkler wird. Der Mensch verkennt es, weil er immer sagt, es wird doch gar nicht dunkel, man steigt auf. Man steigt nicht auf, das ist ein Selbstbetrug, weil man nicht weiß, was dann eigentlich passiert. Man hat eigentlich Angst vor dem nächsten Schritt. Man vertraut eigentlich uns Engeln nicht, wenn man es richtig sieht. Weil man lieber das in der Hand hält, was man hat. Das seht ihr höchstens eher als das, was wir Engel euch bieten könnten. Das ist dann, kann man das so als eine Art Kreislauf bezeichnen? Wiedergeburtskreislauf? Ja, könnte dass, man. Wenn man sich für die dunklen Ebenen entscheidet, immer wieder kommt und dieser dunkle Ebene natürlich, kommt, natürlich. Der raus will, der ruft euch, und das richtig will, kann sich euch anschließen. Richtig, und genau. Und helfen, dass man hier rauskommt. Ja, ist richtig, ja. Wenn einer wirklich
hier raus möchte, aus dieser Schwingung, können wir helfen, aufzusteigen, wirklich aufzusteigen, durch die Decke zu kommen, also durch den Himmel zu kommen. Denn der Himmel ist ja kein Himmel, es ist ein Gebilde von Wolken. Und der Mensch meint, da oben kommt man nicht durch. Das ist zu, wie bei Panem. Die Decke ist zu. Und damit wird euch Menschen eigentlich nur gespiegelt, du kommst hier nicht raus. Dabei würde man rauskommen. Aber die Angst ist da, weil die dunkle Welt wieder arbeitet. Sind denn noch viele Seelen auf Mutter Erde, die rufen, die noch hier sind, die raus möchten? Einige. Viele nicht mehr, aber einige. Und wir dürfen nicht die Ebenen vergessen. Die Zwischenebenen, wo auch noch Seelen sind. Ob es ein Papagei ist, ein Nashorn ist, ein Marienkäfer. Jeder muss sich entscheiden, bis es dahin geht, wo Mutter Erde geht. Kannst du nochmal erklären, was eine Zwischenebene ist? Ich kriege gerade ein Zeichen. Wir machen gleich weiter. Alles klar. Dankeschön. Danke. Wir machen gleich weiter.